Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. So, wir schauen heute mal rein ins klassische Rider-Waite-Tarot, was die Karten uns so mitgeben für den heutigen Tag. Und wie immer kann das Orakel mit dir zu tun haben, muss es aber auch nicht und du schaust in eigener Verantwortung. So, wir haben als erstes die 6 der Stäbe auf dem Kopf. Huch, das ging heute aber flott. Also, auf dem Kopf, was ist denn hier heute los? Okay, wir machen das folgendermaßen. Wir drehen alles nochmal richtig rum, aber legen es ein bisschen tiefer. Dann sehen wir, dass die Energien rausfließen, weil ich finde es wahnsinnig verwirrend, wenn es immer auf dem Kopf steht alles. Okay, also heute ein Tag, der eventuell nochmal emotional anstrengend wird, aber sich dann zum Guten wendet. Wir haben hier lauter wunderschöne Karten, die allerdings alle auf dem Kopf sind, die du alle nicht sehen kannst. Der ruhmreiche Sieg, das höhere Wissen, die beschützte und veränderte Welt, die 2 der Kelche, der Austausch miteinander. Die Karten, die offenkundig richtig herumliegen, sind die 7 der Schwerter, die wir gestern im Zentrum der Legung hatten, die für mentalen oder gedanklichen Lug, Betrug, Unehrlichkeiten, sich davonstehlen und andere negative Dinge stehen. Für emotionale Unreife auch, beziehungsweise auf der gedanklichen Ebene halt für unreife Gedanken. Und hier haben wir die 5 der Kelche. Hier wird nochmal in die Vergangenheit geschaut und vielleicht über vergossene Milch geweint. Ja, hier ist vielleicht irgendetwas den Bach runtergegangen, irgendeine Beziehung wurde aufgelöst, ein Projekt abgesagt, irgendetwas, das dich jetzt einfach fischt, wo es dir einfach nicht gut geht mit. Und du siehst nicht, dass in deinem Rücken hier bereits diese 2 Kelche stehen. Eine Möglichkeit, dich mit jemandem weiterhin zu verbinden, weil du vielleicht das Gefühl hast, hier kommt nie wieder so eine gute Beziehung oder nie wieder so ein guter Deal oder so eine gute Gelegenheit. Also heute sehr emotional und vor allen Dingen auch die Gedanken dazu sind vielleicht ein bisschen überbrausend, ja, muss man mal so zu sagen. Vielleicht laufen deine Gedanken gerade wirklich rund, weil du das Gefühl hast, hier viel Gutes verloren zu haben. Viel Sicherheit, viel Struktur oder einfach etwas Bekanntes, was schon so lange in deinem Leben war und jetzt ist das vielleicht weg. Und das kann sich merkwürdig anfühlen. Aber die Tagesenergiezahl ist heute die 111. Alles wird auf Neustart gestellt. Blockaden lösen sich auf und diese Neumondenergie, die wir heute haben, sorgt höchstwahrscheinlich auch dafür, dass du in diese Kraft hier wieder zurückkehren kannst und wirst. Aber heute nicht. Heute vielleicht läuft das Ganze im Hintergrund ab. Heute arbeitet die geistige Welt in deinem Sinne, indem sie dich das hier durchfühlen lässt. Also schleich dich nicht davon. Wenn du heute das Gefühl hast, heute ist ein Heultag, ja, heute ist alles zum Weinen, heute ist alles scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Heute ist einfach alles irgendwie nervig. Jeder Mensch, der kommt, jedes bisschen Information, das du bekommst, von innen wie von außen, geht dir einfach tierisch auf den Sack und eventuell hast du auch keine Lust, Menschen zu sehen, die glücklich sind. Und das ist auch in Ordnung. Es muss auch mal solche Tage geben, wo man einfach keinen Bock auf gar nichts hat. Das ist okay. Ja, man kann auch einfach mal die ganze Welt scheiße finden. Man sollte nicht in dem Zustand bleiben für alle Ewigkeiten, aber ab und zu darf man sich hier auch mal seinen eigenen emotionalen Schmerz hingeben. Da darf man dann auch mal wie ein Schlosshund heulen und da einfach mal sich gehen lassen sozusagen. Da muss man sich selbst nicht immer an die Leine nehmen, sondern darf auch mal Gassi gehen. Und man darf auch seiner Energie folgen, auch wenn sie nicht positiv ist und dem Mindset-Kurs entspricht, den man vielleicht gerade macht. So. Es geht nicht immer darum, sich jeden Tag wie der geilste Mensch auf dem Planeten zu fühlen und zu glauben, dass immer alles besser wird, nur weil man seine Gedanken ändert. Nein, manchmal fühlt man sich einfach wie durch den Dreck gezogen und das ist auch okay. Ja, es ist auch okay, mal einen Scheißtag zu haben. Ich denke mal, dass die Energien des Neumondes da auch ganz viel lösen. Die lösen energetische Blockaden, die emotional gespeichert waren und du darfst das dann einfach so nehmen, wie es ist. Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen aufstoßen.
Wir haben hier aus dem Engelorakel für jeden Tag folgende Karte. Geben und empfangen. Das gesamte Universum operiert in Zyklen ähnlich deines Ein- und Ausatmens. Wenn du nur ausatmest, also gibst, oder nur einatmest, empfängst, gerätst du aus dem Rhythmus mit dem Universum. Für optimale Gesundheit, Energie und Kraftgewinnung sorge in deinem Leben für ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Einatmen und Ausatmen. Und vielleicht hast du einfach viel zu lange der Welt von dir etwas gegeben, hast vielleicht dein Wissen geteilt, deine Hilfe angeboten, bist mit anderen in ihre Schlachten gezogen, hast dafür gesorgt, dass die Welt anderer Leute wieder in Ordnung ist oder dass es da zumindest positiv weitergeht. Und vielleicht hast du dich da einfach überanstrengt. Ja, vielleicht bist du da einfach zu lange zu gebend gewesen und jetzt ist der Akku halt alle. So what? Passiert. Ja, es ist okay. Es ist okay, wenn der Akku mal alle ist und man einfach sagt, heute nicht. Liebe Welt, heute kannst du mich von hinten sehen. Wir nehmen nochmal eine Karte aus dem Heilorakel der Feen, auch von Doreen Virtue, und schauen mal, was für eine Karte wir hier mitbekommen. Na, das läuft ja heute wie am Schnürchen hier. So, gucken wir mal. Also, die Karte ist dein inneres Kind. Ja. Kümmere dich hier heute um das, was in der Vergangenheit liegt. Und es geht darum, dass du lernst, die Teile in dir anzunehmen, die inneren Anteile, denen es heute nicht gut geht, die das Gefühl haben, keine Beziehung ist stabil, die denken, sie sind klein und schwach und blöd, weil sie nichts gebacken kriegen, alles hier auf dem Kopf, die Welt steht Kopf und dieses kleine Kind weiß nicht, wie es in diesem unstrukturierten Chaos vielleicht zurechtkommen soll. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dieses kleine, müde, erschöpfte Kind einfach mal zum Mittagsschlaf ins Bett zu legen, auch wenn es da keine Lust zu hat. Ja, falls du verstehst, was ich meine. Es ist manchmal einfach so, dass wir auch nie gelernt haben, uns zu entspannen oder die Dinge mal so sein zu lassen, wie sie sind, auch wenn sie einfach scheiße sind. Es einfach mal gut sein zu lassen, keine Lösung zu suchen, keine Schlachten zu schlagen, kein Wissen anzuwenden, nicht mit der Welt ins Gefecht zu ziehen und auch niemanden zu haben, den man vielleicht um Hilfe bitten kann. Wenn du aus einer Familie kommst, wo deine Eltern instabil waren oder wo deine Eltern in irgendeiner Art und Weise selber traumatisiert waren und deswegen nicht für dich sorgen konnten, kann es sein, dass du einfach jetzt Ruhe, Frieden und Liebe verdient hast, aber es vielleicht im Außen nicht findest. Hängt vielleicht auch mit dem gedanklichen Aufbau zusammen, aber das muss halt nicht für immer so bleiben. Du kannst jetzt gucken, was du genau konkret heute tun kannst, um dir selbst alles zu geben, was du vielleicht gerne von anderen empfangen möchtest. Und nein, wir können uns nicht immer alles, was es im Außen gibt, selber geben, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass das, was wir machen können, gemacht wird. Und alle anderen Blockaden werden, wie gesagt, vom Universum im Hintergrund bereits bearbeitet mit der 111. Hier findet eine Neujustierung statt. So, dann haben wir hier zwei Karten aus dem Erzengel-Orakel. Und die erste Karte ist der Lebensrückblick, eine Nachricht von Erzengel Jeremiel. Nimm eine Inventur deines Lebens vor und beschließe, alles zu verändern oder zu heilen, was nicht im Gleichgewicht ist. Ja. Die zwei Kelche hier sind anscheinend nicht gleich voll. Und dann haben wir noch folgende Karte, Grüße aus dem Himmel, eine Nachricht von Erzengel Asrael. Deinen Liebsten im Himmel geht es bestens. Lasse alle Sorgen los und fühle ihre liebevollen Segnungen. Also vielleicht bist du auch traurig über Menschen, die bereits von dir gegangen sind, die du vielleicht auch noch gerne länger in deinem Leben gehabt hättest. Ob sie nun bereits verstorben sind oder nicht, es kann ja auch sein, dass Menschen aus deinem Lebensumfeld verschwunden sind, denen du dich noch zugehörig fühlst. Und auch das darf man betrauern. Ja, es ist selbst in Ordnung, einen toxischen Menschen zu vermissen manchmal, beziehungsweise diese Wunschvorstellung davon, wie dieser Mensch hätte sein können. Wir hatten gestern viel mit dem Teufel zu tun und mit dem König der Stäbe und vielleicht hattest du dein Herz an einen Menschen verschenkt, der dir eine wunderschöne Zukunft versprochen hat, der eine gute
liebevolle und fürsorgliche Fassade hatte, aber diese Fassade im echten Leben nicht aufrechterhalten konnte und du hast dir die ganze Zeit was vorgemacht. Vielleicht warst du mit einem Geschäftspartner zusammen und dachtest, das ist jetzt ein großer Fisch und das ist eine gute Zusammenarbeit und plötzlich entpuppt sich der andere als Nullnummer, ja, oder als Nulpe und du weißt überhaupt nicht, wie bin ich denn da jetzt hingeraten? Ja, du hast dich vielleicht in Potenzial verliebt und selbst wenn man so einen Menschen gehen lässt, kann es großen Schmerz verursachen und selbst wenn man eine Fantasievorstellung von was hätte sein können verlassen muss, kann das großen emotionalen Schmerz verursachen. Und das führt dazu, dass du vielleicht noch andere Schmerzpunkte in dir findest. Also, wenn du heute extrem emotional bist, wenn heute wirklich viele Gefühle hochkommen, und das kann nicht nur Traurigkeit sein, das kann auch Wut sein, Ärger und alles Mögliche kann das sein, bis hin vielleicht zu Rachegedanken, dann schau dir das genau an. Ja, dann schau nicht nur, wie es deinem inneren Kind geht, sondern vielleicht ist dein innerer Teenager auch tierisch angefressen von der Situation und ist einfach wütend. Ja, Teenager sind richtig übelst wütend, die verändern die Welt. Mit 17 hat man die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann denkt man, man kann alles und jeden verändern. Und manchmal lernen wir dann, wenn wir älter werden, dass das halt nicht so ist. Ja, dass jeder seinen freien Willen hat, egal ob man sich auf den Kopf stellt oder nicht. Du kannst andere Leute nicht zwingen, sich für dich zu ändern. Ach ja. Na gut, nehmen wir abschließend noch eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Also lass es heute fließen, ja. Egal, was da hochkommt, nimm das nicht zu so ernst, aber schau es dir an. Drück es nicht weg, schieb es nicht weg, sondern guck es dir wirklich einfach an, so als ob du noch eine Stufe drüber stehst. Fühl das dann durch und dann guckst du nochmal aus einer höheren Warte drauf und dann wirst du erkennen, okay, hier spricht mein innerer angefressener Teenager, hier weint mein inneres Kind, hier bin ich vielleicht verunsicherte Mitzwanzigerin oder irgendwie so. Du wirst schon merken, was es bei dir ist. So, abschließend. Genevieve, die wahre Liebe, die romantischen Regungen deines Herzens haben das Universum dazu bewogen, dir große Liebe zu bringen. Also, diese Neuordnung, diese Umstrukturierung, der Turmsturz von gestern, diese Probleme mit dem königlich-teuflischen König der Stäbe, das löst sich hier auf. Aber erst dann, wenn du hier genug nach hinten geschaut hast, weil darum geht es, diese Inventur vorzunehmen und Lektionen aus dem Leben zu lernen, zu verinnerlichen, abzuschließen, emotional abzuschließen, diese Schnüre zu durchtrennen in die Vergangenheit, führt dazu, dass diese Optionen, die jetzt noch hinter deinem Rücken verborgen sind, zum Vorschein kommen. Aber eine alte Beziehung, die hier irgendwie nicht gut gehalten hat oder die nicht so stabil war, nicht so echt war, wie du es verdient hast, die wird jetzt vor deinen Augen einfach aufgelöst werden. Im Privaten wie im Geschäftlichen. Ja, das wird dann aufgelöst, weil es nicht mehr gut ist, weil es vom Kern her vielleicht schon verrottet ist. Ja, wie bei manchmal bei einer Zwiebel oder so. Dann hast du, von außen sieht sie noch gut aus und von innen ist sie aber schon angerottet und da sind schon einzelne Schichten kaputt. Das kann man von außen manchmal nicht sehen und das kann man vorher auch nicht wissen. Aber das wird jetzt einfach neu sortiert. Ja, du kriegst jetzt eine neue Zwiebel. So. Meine Lieben, das war's für heute auch. Ich wünsche euch, dass ihr hier gut durch den Tag durchkommt. Wenn es Not tut, schnappt euch eine Packung Taschentücher, setzt euch aufs Sofa, macht es euch gemütlich, schaut einen romantisch traurigen, lustigen Film, was auch immer, und gönnt euch diese Ruhe, dieses mit sich selbst sein und diese Verbundenheit zu dir selber. Gönn dir heute wirklich mal nicht nur das innere Kind zu umtüdeln und ihm Gutes zu tun, sondern vielleicht auch mal ein paar Mal ins Kissen zu boxen oder ins Kissen zu schreien, wenn dein innerer Teenager keinen Bock mehr auf diese Scheiße hat, ja, dann kannst du das auch rauslassen. Es ist okay, du musst deine eigenen Gefühle und deine eigenen Gedanken nicht vor dir selbst verstecken, um vor dir selber ein Bild abzugeben, wie du gerne wärest. Ja, mach dir hier kein X für ein U vor. Wenn du genervt bist, wenn du traurig bist, wenn du echt abgestresst bist, dann lass das zu. Du brauchst dich nicht verstecken, nur weil du nicht richtig funktionierst an manchen Tagen. Ja, die Welt ist nicht perfekt und wir sind es auch nicht und das ist dann auch gut so. Ja, wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare, falls noch nicht geschehen, auch total über ein Abo.
Wer mag, darf was spenden. Persönliche Orakel gibt es bald wieder, jetzt noch nicht. Ich schaffe es einfach zeitlich diesen Monat noch nicht. Wir gucken mal Anfang Februar wieder, wie das so läuft. Und genau, ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Dann sehen wir uns ja eventuell morgen früh wieder. Bis dahin alles Gute und ja, einen halbwegs angenehmen Tag. Bis dann, ciao.